und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe heute wieder einen Special Guest dabei. Wir haben lange kein Video mehr zusammen gedreht. Ja. Auf jeden Fall drehen wir heute ein Video zusammen und zwar Fragen getrennt beantworten. Die letzte Woche ist nämlich nicht viel bei mir passiert. Ich habe nicht gevloggt und dann dachte ich mir, es ist nochmal Zeit für uns ein Video zusammenzudrehen, beziehungsweise ja irgendwie auch getrennt. Weil wir beantworten jetzt Fragen getrennt, die ihr mir auf Instagram gestellt habt. Ich blende euch hier nochmal mein Instagram ein. Für sowas werdet ihr denn immer integriert. Hier? Folgt mir gerne. Ist das hier? Ich weiß nicht. Irgendwo hier. Genau. Da habt ihr mir Fragen gestellt und die werden wir jetzt getrennt beantworten. Und ich bin sehr gespannt, weil ich werde ja erst, wenn ich das Video schneide, sehen, was er geantwortet hat. Dann. Ja, ich würde sagen... Vielleicht haben wir schon Schluss danach, ne? Ja, kann sein, dass wir uns dann so zoffen, weil dann die Wahrheit ans Licht kommt und wir uns dann trennen müssen. Okay, let's go! Ich hoffe übrigens, der Sound ist gut, weil wir haben jetzt kein Mikro benutzt. Der Papa hat gerade schon die Fragen beantwortet und jetzt bin ich dran. Ich habe mich schon eine Zeit ready gemacht. Jetzt muss ich ganz kurz auf unseren Chat gehen, damit ich die richtige Reihenfolge auch beibehalte. Kann ich anfangen? Bist du weg? Die erste Frage lautet... Wer hat den ersten Schritt gemacht? Ja, ganz klar. Laura. Und ich würde sagen, dass ich es war. Also ich glaube, wir haben euch schon mal unsere Kennenlern-Story ein bisschen erzählt. Ich habe ihm ja gefolgt auf Instagram. Das war sozusagen schon mal der erste Schritt. Und dann hat er mir zurückgefolgt. Und dann haben wir uns ja in der gleichen Woche noch auf einer Party gesehen. Also in einem Club. Und dann habe ich ihm auch auf der Party geschrieben, kann es sein, dass du gerade hier bist. Also eigentlich habe ich immer den ersten Schritt gemacht, so was das Kennenlernen angeht. Ich weiß noch ganz genau, die hat mir auf Instagram gefolgt. Einfach so. Das habe ich als Angriff gewertet und tja, dadurch ist alles entstanden. Den zweiten Schritt habe ich aber gemacht. Aber was alles andere danach angeht, also ich sage jetzt mal der erste Kuss und das erste Mal sage ich Liebe dich und so, das war von ihm. Ich wusste, dass sie diese Frage genommen hat. Wer kann besser mit Geld umgehen? Ich sag euch ehrlich, sie. Ja, sie. Und ich würde sagen, ganz gleich. Aber ab und an würde ich jetzt sagen, auch sie nicht. Also, ich kann wirklich sehr schlecht mit Geld umgehen, weil ich ein sehr impulsiver Mensch bin. Also, ich kaufe aus dem Effekt. Das ist sehr falsch. Aber nur billige Sachen. Also das ist ganz komisch bei mir. Ich würde mir jetzt niemals so aus dem Effekt eine teure Jeans kaufen. Da würde ich nochmal 7-mal überlegen, aber wenn ich jetzt so, weiß ich nicht, beim Aldi was sehe und sage, boah, das brauchen wir, aber wir brauchen das gar nicht. Ja, sowas. Das ist oft ein Thema bei uns, weil ihr müsst es so sehen, Fabio gibt einfach Geld für unnötige Sachen aus, so wisst ihr. Zum Beispiel gerade, es wird ja alles teurer, wir sind gerade noch dabei mit der Wohnung, die wollen wir fertig einrichten, wir waren jetzt im Urlaub. Und das sind alles so Sachen, oder wir haben jetzt auch nächste Woche wieder Urlaub und die Frage ist, fahren wir weg oder nicht? Und ich habe gesagt, nein, weil wir können es uns nicht leisten und wollen das Geld, wenn, erstmal für die Wohnung ausgeben. Und Fabio will dann irgendwie trotzdem, der sucht dann Flüge raus. Dann, wir waren gestern auf dem Trödelmarkt und er sagt, ja, das können wir gut gebrauchen, irgendwas zum Backen, so ein Rührding, aber wir haben einen Rührstab, nur das ist ein Ding, was es selber rührt, wisst ihr? Aber man braucht es nicht. Es ist gerade schön, wenn man es hat, aber gerade wenn man sowieso eher aufs Geld achten muss, dann braucht man es nicht, wisst ihr, was ich meine? Und da muss ich ihn dann immer wieder daran erinnern, dann ist er erstmal ein bisschen beleidigt, aber ja, deswegen, ich würde sagen, ich kann schon besser mit Geld umgehen und ich habe auch einen besseren Überblick, also ich weiß eigentlich immer, wie viel Geld ich gerade auf dem Konto habe und ich gehe auch nie ins Minus oder sowas. Also sowas mache ich nicht. Aber ich glaube, sie ist bei teuren Sachen dann nicht so bedacht. Aber ich würde sagen, ich gebe eher Geld für teure Sachen aus. Also ich gehe zum Beispiel jetzt nicht oft shoppen oder hole mir irgendwas. Aber wenn, dann gebe ich halt auch direkt irgendwie 100 Euro aus. So, wisst ihr, ich hole mir dann nicht mal nur was wie Farbe für 2 Euro. So, damit ihr ein bisschen versteht. Aber bei mir brauche ich das dann auch, wenn ich es mir hole. Also ja, ich kann auf jeden Fall besser mit Geld umgehen. Nächste Frage. Wer ist öfter gereizt, genervt, zickiger und so weiter? Ja, also das bin auf jeden Fall ich. Ja, also sie. Also Fabio ist von Natur aus einfach so, dass er sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen lässt. Da kann noch so viel Scheiße passieren, er kriegt das irgendwie hin. So. Und er kann auch nur 3 Stunden geschlafen haben und trotzdem überwältigt er so seinen Tag ohne rumzumotzen. Klar sagt er, ich bin müde, aber so, das war's. Und ich motze halt die ganze Zeit rum und habe irgendwas zu nörgeln. Das liegt aber auch wahrscheinlich an ihrer Erkrankung, das kann ich verstehen.
Und wenn ich jetzt irgendwie Schmerzen habe oder so, jetzt wegen dem Rheuma zum Beispiel, dann steigere ich mich auch voll, also was heißt nicht da rein, aber dann bin ich allgemein einfach zickiger. Aber ich muss sagen, Fabio kann ganz gut damit umgehen, wenn ich so eine Phase habe. Nächste Frage ist... Reitet ihr oft? Nein, also ganz klar, wir streiten uns nicht oft. Es ist öfter geworden, seitdem wir zusammen wohnen, aber ich glaube, das ist auch normal, weil man einfach viel mehr Berührungspunkte hat, über die man sich so streiten kann im Haushalt, im Alltag. Man sieht sich ja auch viel öfter, also man geht sich dementsprechend auch mehr mal auf den Nerv. Aber, also, dass man sich anzickt, das passiert täglich, mehrmals täglich, aber ganz normal so. Ich sage jetzt mal zum Beispiel, warum hast du das Licht angelassen? Und dann diskutiert man eine Minute darüber und dann hat man es auch schon wieder vergessen. So, das ist ja klar, diese normalen Zickereien. Also wir sind jetzt 3 Jahre, wie lange sind wir zusammen? Ja, in dieser ganzen Zeit haben wir, das ist sehr komisch, aber wir haben nie richtig gestritten, dass ich so wirklich eskaliert ist. Aber dass wir uns so richtig gestritten haben, kam, ich glaube, 2-mal vor, so dass ich auch geheult habe. Es gab 2-mal die Situation, wo ich mich abregen musste, einfach nur. Also ich bin, weil ich ein Mensch bin, bei einer Diskussion, wenn alles gesagt ist, muss ich dann ein bisschen für mich sein. Da bin ich halt rausgegangen. Das ist mal vorgekommen. Also wir streiten uns nicht wegen unnötigen Sachen. Wisst ihr, bei manchen bekomme ich das mit, weswegen die sich streiten. Ich denke mir so, Leute, warum so? Wisst ihr, wieso streitet man sich darüber? Bei uns sind das ja wirklich so Sachen, wo man wirklich einfach grundlegend verschiedene Meinungen hat und das dann halt ausdiskutiert. Aber ansonsten streiten wir echt nie. Wir sind aber sehr verschieden. Also wir haben bei vielen verschiedenen Sachen eine verschiedene Meinung. Also es wird nie langweilig, sage ich jetzt mal so. Wir beide reden dann halt auch wirklich und wir ignorieren uns dann nicht einfach oder sagen, boah, wir machen jetzt eine Pause oder dass ich zu meinen Eltern gehe oder so, dass man sich aus dem Weg geht, sondern wenn, dann regt man sich vielleicht mal kurz 2 Stunden ab, aber man redet dann und dann kriegt man das auch hin und das ist auch das Wichtigste. Aber Laura will nicht oft diskutieren, so zum Beispiel politische Themen, also das juckt, also ich bin da voll drin und die ist da voll draußen. Also. Ja, also wir streiten uns auf jeden Fall sehr, sehr wenig und wenn, kriegen wir es eigentlich auch immer gut gelöst. Was eine Frage dazu ist. Wer entschuldigt sich nach einem Streit schneller? Beide gleich. Also ich finde es erstens immer schwer zu sagen, wer entschuldigt sich, weil bei uns ist eigentlich selten, hat jemand was falsch gemacht. Also wenn wir diese, wo wir diese 2 Streits hatten, da ging es eigentlich gar nicht groß darum, wer hat was falsch gemacht. So, dann hat jemand was anderes wahrgenommen und dann hat man darüber geredet, dass das ein Missverständnis zum Beispiel war und da gibt es ja nichts, wofür man sich entschuldigt. Wenn, dann entschuldigen wir uns meistens beide und sagen, ja, okay, das war vielleicht blöd von mir. Und dann sagt der andere, ja, okay, und das war blöd von mir, so wisst ihr. Also wir sehen beide sehr schnell ein, wenn wir was falsch gemacht haben. Wenn wir was falsch gemacht haben oder eine Sache nicht richtig war. Eher bei so Kleinigkeiten. Wenn ich wirklich einsehe, zum Beispiel, boah, ja, ich habe jetzt das Licht angelassen, dann sage ich, ja, okay, sorry. So, da würde ich sagen, ist Fabio eher derjenige, der sich schneller entschuldigt als ich. Aber sowas kommt irgendwie nicht so oft vor. Es gab Situationen, wo Laura dann zu mir gekommen ist und hat nochmal darüber geredet, aber ich bin auch dann mal zu ihr gekommen und habe das versucht zu klären. Also bei beiden gleich. Das ist aber echt eine Fun-Frage gerade, ja. Wer von euch kann besser kochen? Also ich kann besser kochen im Sinne, ich habe dieses, ich glaube, dass zumindest dieses letzte Feinschliff so. Fabio, also wenn der was anderes gesagt hat, verstehe ich es auf jeden Fall nicht, weil Fabio kann eindeutig besser kochen. Er kocht ja auch eigentlich immer. Also seitdem wir zusammen wohnen, habe ich, glaube ich, 3-mal für uns gekocht oder so. Aber ich muss sagen, es ist bei mir echt besser geworden. Aber es liegt doch einfach daran, dass Fabios halbe Familie Köche sind. Die können, und auch die, die keine Köche sind, können alle gut kochen. Und bei mir zu Hause hat halt immer nur meine Mama gekocht. Die kann auch super kochen. Aber ich habe mir halt nie was von ihr abgeguckt, so wisst ihr. Und ja, bei Fabio zu Hause hat sich halt mega viel abgeguckt, der hat auch schon früh selber gekocht und das war bei uns halt auch nie so, also ich habe nie gekocht, woher soll ich das denn können? Ich habe eher was gebacken oder so. Aber ich glaube, wenn Laura ein Rezept hat, wird sie genauso gut kochen. Also ich glaube, ich bin auch der festen Überzeugung, jeder kann gut kochen, wenn er ein passendes Rezept hat. Also wenn das ein Rezept ist, wo wirklich 1:1 alles steht. Aber wenn ich jetzt ein Rezept habe, so, dann kriege ich das safe, also dann kriege ich das auf jeden Fall hin. Mir fehlen ja manchmal so ein paar Tipps und Tricks, die Fabio dann auf Lager hat, einfach auch durch seine Erfahrung. Und Fabio kann einfach besser so,
der hat einfach ein Gefühl für den Geschmack, wisst ihr? Man kann dem so eine Soße geben und da sind 10 Gewürze drin. Der könnte wahrscheinlich 9 von 10 wirklich rausschmecken. Und ich sag einfach, ja, ist scharf oder ist salzig oder so, wisst ihr? Also der hat einfach ein viel mehr, so ein viel besseres Gefühl fürs Kochen und weiß halt auch, was miteinander schmeckt. Deswegen, ja, Fabio kann auf jeden Fall besser kochen. Schaust du deinem Partner manchmal ins Handy? Leute, ich schwöre euch, ich habe das noch nie in meinem ganzen Leben gemacht, weder bei Fabio noch bei irgendwem anderen. Ich sag euch ehrlich, ja, also ich habe bis heute nicht einmal in ihr Handy geschaut. Ich finde das krass, das ist mittlerweile fast, also das ist schon sehr normal, wenn ich das bei anderen höre und jemand sagt, ja, ich habe dann nachts bei dem Handy geguckt. Ich bin immer voll geschockt, weil für mich ist das schon, allein die Vorstellung, das zu machen, ist schon so ein Hintergehen, wisst ihr, was ich meine? Also ich habe das nie gemacht und ich bin mir auch zu 100% sicher, dass Fabio das noch nie gemacht hat und wenn dann, also das wäre ein grundlegendes Vertrauensproblem, wenn ich ihm nicht vertraue, dass er nicht in mein Handy guckt und wenn er einen Grund sieht, in mein Handy gucken zu müssen. Mich reizt das gar nicht. Überhaupt nicht mehr. Ich war früher anders, vor Laura. Ich bin älter geworden, sagen wir einfach mal so. Ich gebe dem Fabio immer einfach so mein Handy, wenn sein Akku leer ist und er muss was googeln, so, dann mache ich nicht erstmal ich entsperre und gehe dann auf Safari und dann hier. Ich gebe mir einfach mein Handy so. Und ja, also nee, das habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gemacht. Wer ist ordentlicher? Ja, Laura. Safe. Auf jeden Fall bin ich ordentlicher, zu 100%. Ich reg mich, also das sind eigentlich so die öftesten Streitpunkte, die wir hier haben. Weil Fabio einfach, ihr müsst euch vorstellen, abends, ich sag mal, wir haben gerade Zähne geputzt, wir wollen uns so Bett fertig machen und er zieht so seine Hose aus. Dann lässt er die auf dem Fleck, wo sie aussieht, einfach liegen. Ich glaube, das ist aber auch eine Männererkrankung. Oder manchmal gehe ich so, weil wenn man ins Schlafzimmer reingeht, dann ist er erstmal mein Bett und sein Bett ist dahin, also seine Seite dahinter. Und manchmal, wenn ich dann das Fenster aufmache, um zu lüften oder ich beziehe das Bett oder so, dann liegen da 30 Socken und dann denke ich mir so, toll, kein Wunder, dass wir keine Socken mehr haben. Die liegen alle an seiner Bettseite und das stört ihn halt einfach nicht. Und der lässt einfach alles so liegen, wie es ist. Und würde ich es nicht aufräumen, dann lägst du wahrscheinlich 3 Tage noch da. Ich habe mal einmal bei einer Sache beobachtet und das, Leute, das war echt schwierig. Da hat er eine Sache irgendwie im Flur hingelegt und ich dachte mir so, nein, da räumst du es jetzt nicht weg. Weil ich wollte gucken, wie lange es da liegt. Es lag eine Woche später immer noch da. Ich so, Schatz, ich habe es jetzt versucht, eine Woche das da liegen zu lassen und habe gehofft, dass du wegräumst, aber es passiert einfach nicht. Aber der übersieht das, also der übersieht das, den stört das halt auch einfach nicht. Also ja, was das angeht, ich bin auf jeden Fall ordentlicher. Aber, ja, nee, Laura, scheiß auf. Aber wenn Fabio putzt, dann macht er es auch blitzblank, dann glänzt es wirklich. Also ja, wenn er was macht, dann auch richtig, aber es kommt leider nicht so vor. Es sah hier aus wie in der Rumpelkammer, wenn ich hier nicht alles hinterher räumen würde. Ja, aber ich versuche ihm das immer noch beizubringen, weil es nervt echt krass. Das mit dem Milch fuckt mich bis heute noch ab. Und mit dem Spülbecken. Was stört den anderen am meisten an dir? Also was stört den Fabio mir? Boah. Mir fällt was ein, aber es ist im Endeffekt, wenn ich darüber nachdenke, nicht stören, sondern gut, dass sie das macht. Ich würde sagen, es stört ihn am meisten, dass ich manchmal, wenn ich in der Küche bin und ich mache so die Teller sauber und so und räume die Spülmaschine ein und dann ist manchmal so Essensreste im Waschbecken, in diesem Sieb, dann mache ich das manchmal nicht weg, weil mich ekelt das irgendwie. Wie beim Thema jetzt eben, wenn ich was kaufen möchte und die ist dabei und sie weiß, dass ich das im Effekt kaufe oder impulsiv kaufe, dann hält mich davon ab und da fuck ich mich schon nur mal ab. Aber im Endeffekt ist das genau richtig, aber das würde ich jetzt sagen, das stört mich dann in dem Moment, weil ich einfach nicht meinen Willen in dem Moment durchsetzen kann. Weil ich glaube, das war früher irgendwie, ich habe ja schon bei Fabio voll oft gewohnt, also nicht gewohnt, aber so übernachtet, als er noch ganz normal mit seiner Mama hier gewohnt hat. Und dann waren halt Essensreste von jedem Möglichen da drin. Und dann wusste ich nicht so, was war von mir, wisst ihr? Und dann habe ich mich irgendwie geekelt. Ich mag das nur, wenn ich weiß, das ist von mir. Also auch bei mir zu Hause, wenn mein Bruder da so irgendwas reingeworfen hat und ich wusste nicht so mehr, was das war und so, dann habe ich mich irgendwie geekelt. Und jetzt langsam, wo wir jetzt zusammen wohnen und ich weiß, okay, das ist das Essen von Fabio mir so und keine Ahnung, dann räume ich es irgendwie weg. Und mit dem Spülbecken. Ich weiß auch nicht. Ich muss immer wissen, dass ich das gerade abgespült habe, wisst ihr? Ja, aber manchmal, wenn ich es vergesse, dann regt er sich, glaube ich, also dann regt er sich immer drüber auf. Hattet ihr mal Phasen, wo ihr an eine Trennung gedacht habt? Nee. Also wir zusammen, auf jeden Fall aktiv noch nie. Ich weiß natürlich nicht, was Fabio jetzt geantwortet hat. Ich habe auch noch nie darüber bewusst nachgedacht. Ich überlege gerade, aber also weil wir noch nie Streit hatten, so richtig, glaube ich auch nicht, dass wir, oder ich stehe jetzt von mir, ich weiß nicht.
was sie empfunden hat. Klar, bevor wir zusammengezogen sind, hat man natürlich so ein bisschen, also nicht Angst, aber man ist mal gespannt, wie es klappt und hat halt so ein bisschen Sorge, oh, vielleicht klappt es dann doch nicht oder so. Aber man hat nie, also ich habe noch nie darüber nachgedacht. Ich glaube, am Anfang ist es immer schwieriger, oder ich sage, es steht jetzt für mich, ist es schwieriger für mich gewesen, weil man war sich vielleicht etwas unsicherer, aber auch eigentlich nicht. Nee. Aber es liegt doch einfach daran, glaube ich, weil wir uns halt auch nie streiten, so, dass da ein Grund ist, wo man sagt, okay, das geht nicht mehr, wir müssen uns trennen. Also wirklich, ich habe nie an eine Trennung gedacht. Könnte ich mir auch gar nicht vorstellen. Wo siehst du euch beide in 5 Jahren? Ich weiß es nicht. Ich werde im Januar 23, dann bin ich 27 und Fabio ist schon fast 30, der ist ja 29. Schon krass. Es sind gerade wirklich unsichere Zeiten bezüglich politischer Lage, Arbeit, dies, das, alles Mögliche. Es wäre verrückt zu sagen, wo ich mich jetzt in 5 Jahren sehe. Also ich würde sagen, hoffentlich, dass wir verheiratet sind und dass wir auf jeden Fall schon ein Kind haben. Vielleicht planen wir gerade das zweite oder ich bin gerade schwanger oder vielleicht haben wir schon ein zweites, aber auf jeden Fall eins. Also es wäre meine Traumvorstellung eigentlich auch das, was ich persönlich anstrebe. Ich hoffe, ich wünsche mir, verheiratet zu sein und eventuell schon ein Kind zu haben. Beruflich würde ich sagen, dass ich dann bei mir auf der Arbeit auf jeden Fall einen Schritt weiter bin und da schon sehr viel erreicht habe, hoffe ich. Weil es geht ja gerade bei mir auf der Arbeit in so eine Phase, wo ich immer mehr Verantwortung übernehme. Und in 5 Jahren kann sehr, sehr viel passieren. Ich sehe das jetzt schon, was innerhalb einem halben Jahr krass viel passiert. Also da ist so die Grenze nach oben so offen, was beruflich bei mir ist. Vielleicht auch finanziell unabhängiger zu sein, das wäre am schönsten, aber das sind Träume. So, man weiß am Ende nicht, was kommt. Aber ich hoffe natürlich, dass ich mehr Geld verdiene, dass wir mehr zurücklegen können, dass wir vielleicht auch umgezogen sind. Ich fühle mich zwar voll wohl, aber wenn ich mir vorstelle, also mit einem Kind kann man ja auch wohnen, aber wenn wir schon 2 Kinder haben, dass wir dann langsam vielleicht gucken, wo wir hinziehen oder so. Ich würde mir wünschen, dass wir ein Eigenheim dann haben, was wir irgendwie schon abbezahlen oder so. Das finde ich auf jeden Fall schön. Ich glaube, es wird so sein mit den heiratenden Kindern und ich hoffe es auch sehr. Wie stellst du dir meine Traumhochzeit vor? Leute, keine Ahnung. Ich muss sagen, ich war noch nie eine Person, die sich das schon so voll ausgemalt hat. Ich kenne Freundinnen, die wissen schon genau, wie ihre Hochzeit aussehen soll. Und ich muss sagen, ich hatte das nie, schon, dass ich mich da so krass mit beschäftigt habe. Ich habe zwar einen Ordner, wo ich so, ich sage jetzt mal Deko-Inspos oder schöne Brautkleider oder so mir runterlade, die ich dann da drin habe. So als Inspiration, falls ich mir darauf zurückgreifen werde. Also ich habe nur eine Bitte, oder das wäre für mich nur schön, dass meine Trauung, meine Hochzeit in Italien stattfindet. Das wäre ein Riesentraum. Das ist einfach, weiß ich nicht, das ist ein Traum. Das ist einfach schön, das ist schön. Ich muss sagen, ich bin ja nicht so gläubig, deswegen ist mir es nicht wichtig, unbedingt in der Kirche zu heiraten. Aber Fabio halt schon. Deswegen denke ich auf jeden Fall, dass wir abgesehen von einer standesamtlichen Hochzeit auf jeden Fall noch eine Trauung haben werden. Ob das jetzt in der Kirche ist, woanders weiß ich nicht. Aber ich finde es auch total schön, wenn es zum Beispiel in so einem schönen, entweder am Strand ist oder auf so einem schönen Gelände mit so einer schönen Wiese und einem tollen Gebäude oder so. Also mir ist nicht wichtig, dass es in der Kirche ist. Auf jeden Fall irgendwie im Sommer oder Frühling, also dass es schönes Wetter ist, dass es warm ist. Ich bin auch nicht so ein Fan von ganz, ganz vielen Leuten, die kommen. Also lieber sind es weniger und dafür ist es so intimer und privater und schön. Ich muss sagen, ich habe jetzt nicht so einen riesen bekannten Freundeskreis, dass ich sagen würde, boah, ich komme allein auf 200 und wie soll ich das machen, dass ich den einen einlade, dass der andere nicht beleidigt ist oder so. Also bei mir sind es wirklich nicht viele Leute. Also ich finde so eine kleine Hochzeit mit irgendwie 100 Leuten schöner als jetzt so über 300 Leute oder so. Das ist nicht so meins. Ach, wir sind schon bei der letzten Frage. Was liebt ihr am meisten am anderen? Also ich würde sagen, zum einen, dass Fabi mich... Also er weiß einfach, wie er mit mir umgehen soll und er ist sehr geduldig. Also gerade bei mir mit meinen Schmerzen und allem und so bin ich echt launig geworden im Gegensatz zu früher. Und er weiß einfach, wie er damit umzugehen hat. Er weiß, wie er für mich da ist und so. Das schätze ich sehr, weil ich denke mir immer, boah, wenn ich jetzt einen Freund hätte, der gar nicht damit umgehen könnte, dass es mir oft so schlecht geht und so, dann das ist ja so ein essentieller Bestandteil in meinem Leben, dass ich manchmal Tage habe, wo es mir gar nicht gut geht, wo ich nichts machen kann. Und hätte ich dann einen Partner an der Seite, der damit nicht klarkommen würde, das ja, wäre schon schwierig. Also das schätze ich sehr, sehr an Fabio. Dafür liebe ich ihn auch sehr. Also ich würde jetzt direkt aus der Pistole geschossen ihr Lächeln sagen.
Ja, damit die sagen, lächeln. Ihre Empathie, dass sie sich in Menschen gut hineinversetzen kann, würde ich sagen. Und manchmal auch ihre Verpeiltheit, also so, dass sie manchmal voll verpeilt ist. Ja, dann so kleine Momente manchmal, dass wir irgendwie so an die gleichen Sachen so denken, das ist manchmal lustig. Also irgendwie, unsere Art ist einfach oft gleich. So, ich weiß nicht, wir sind oft sehr, wir haben so die gleichen 5 Minuten, so ist ja, was ich meine. Und das feiere ich irgendwie. Dann liebe ich uns, so wisst ihr, was ich meine? So, wenn wir beide zusammen unsere 5 Minuten haben und einfach bescheuert sind. Und das liebe ich sehr an uns, an ihm. Oder, was uns momentan sehr oft einfällt, wir denken immer das Gleiche. Also das ist so ganz komisch. Also ich mache euch mal ein Beispiel. Da kommt jemand mit einem Fahrrad und der hat was Komisches gemacht. Und wir wissen beide, wir gucken uns dann so an. Und wir wissen beide, was wir denken. Aber das ist jetzt mit dem Vater, da könnte man sagen, ja, bei Freunden ist es auch so. Aber es ist so, manchmal bei so Sachen, die man, auf denen man gar nicht achtet, aber wir beide achten dann darauf. Und das liebe ich auch. Ich bewundere Fabio dafür, dass er immer eine Lösung findet. Ich weiß, dass ich mich immer voll verlassen kann und dass ich einfach immer weiß, okay, egal was ist, ich weiß, Fabio wird dafür eine Lösung finden. Ich versuche das zwar nicht immer auf ihn abzuwälzen, weil es ist ja auch manchmal anstrengend, wenn er immer eine Lösung finden muss für etwas. Aber ich weiß, dass ich mich auf ihn verlassen kann und dass ich mich bei ihm sicher fühle. Ja, einfach das Gefühl, was er mir gibt. Ja, das war's von mir. Ich bin jetzt raus. Aus die Maus. Und das war's auch schon. Irgendwie dachte ich so, das dauert länger, die ganzen Fragen zu beantworten. Ich bin sehr gespannt, was Fabio geantwortet hat. Ich werde es ja gleich beim Schnitt sehen. Es ist übrigens so kalt hier. Wir wollen uns hier jetzt noch machen. Die ganze Zeit sieht man das, komm, ich würde sagen. So gespannt, was du geantwortet hast. Ja, wir verabschieden uns von euch. Wir hoffen sehr, dass... Mit dreifachen... Hip, hip, ah! Oh, aber hip, hip. Du hast meine Haare gezogen. Mann, du bist immer so... Das stört mich. Das stört mich. Die ist immer so... Theatralisch. Ja. Ja, wir verabschieden uns von euch. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ja, mich lieb. Komm, mach so. Alter, was ist das denn für ein krummes? Ih, du isst mein Haar. Tschüss, Leute. Ciao, Leute. Hab euch lieb. Ciao.